Willkommen zurück in der ersten Liga mit unserer wunderschönen Mannschaft Düren. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Im Hintergrund hört ihr französische Musik. Sie barrt sich auf, sie ist dominant, sie wird immer lauter. Doch wir werden sie abschalten, indem wir Lenz nach Hause schicken. Apropos Lenz, das ist hier irgendwie nicht richtig, oder? Ich schnippe mal kurz. Und schon haben wir die korrekte Mannschaft hier. Diese Mannschaft ist richtig gut aufgestellt. Die haben eine Top-Mannschaft hier, haben einen Top-Kader. Da müssen wir sehr aufpassen. Danach geht's noch ins Derby gegen Köln. Das wird nicht einfach. Wen fördern wir? Wir fördern heute gerne Ilya Wombat. Viele von euch haben die Hochzeit live mit angesehen. Alle Spieler waren eingeladen, die meisten hatten auch Zeit. Aber es kam jetzt natürlich auch noch zusätzlich eine ganze Menge schriftliche Glückwünsche auf mich zu. Und das hat mich wirklich sehr gefreut. Vielen Dank an alle, die mir gratuliert haben zu dieser Hochzeit. Endlich sind Mike und ich verheiratet. Und vielleicht wird ja auch bald ein Kind geboren. Das würde mich sehr freuen. Schön, dass ihr alle da seid und schön, dass ihr mir auch dahingehend gratuliert habt. Wir können noch mal ganz kurz hier in die Werbeaktion reingehen. Ansonsten sollten wir alles getan haben, was wir tun wollten. Das heißt, wir besuchen den Fanclub, wir organisieren ein Treffen. Günther Grießer lassen wir einfach mal kurz. Und dann geht es hier schon rein in die Woche. Selbstverständlich brauchen wir noch ein Scouting von RC Lenz. Das heißt, wir gehen hier rein, sagen, wir brauchen Frankreich, erste Liga, und da haben wir RC Lenz. Ja, ich würde sagen, drei sollten reichen. Drei Beobachtungen. Freistöße und Ecken brauchen wir nochmal. Also Ecken üben wir. Freistöße üben wir. Und selbstverständlich noch einmal Torabschlüsse. Das ist so wichtig. Dann haben wir das Spiel gegen Köln. Da können wir gerne nochmal zwei Kämpfe üben. Und Angriffe durch die Mitte. Angriffe durch die Mitte, definitiv. Wie sieht es hier sonst aus? Flache Hereingaben könnte man nochmal machen. Aber hier direkt davor geht es eh nicht. Ja, wir machen nochmal Konter. Und flache Hereingaben auf dem Sonntag. Und hier können wir gerne auch nochmal Ecken kurz üben. Dass wir die wieder ein bisschen hochbekommen als Geheimwaffe bei wichtigen internationalen Spielen. Mittlerweile drei Leute von uns verletzt. Hier eine Oberschenkelzerrung. Hier Meniskusabriss, Feinherpflick, bald aber wieder am Start. Das freut mich sehr. Night Shadow fällt halt jetzt Ewigkeiten aus. Das tut weh. Das tut extrem weh. Weil er der Allrounder war, auf den wir eigentlich setzen wollten. Aber so ist es. Wir werden ein paar Spieler besonders fördern. Und das sind diese Spieler hier. Sehr schön. Und da auch. Und dann noch die besonders jungen Spieler. Und dann sieht das doch ganz gut aus. Braucht jemand Frische? Ja, Erik Obst. Braucht jemand Konditionen? Nur die Kranken natürlich. So, perfekt. Dann können wir nochmal in Abschlusstraining gehen. Und hoffentlich läuft das dann ein bisschen besser in der Konsequenz vor dem Tor. Wir analysieren RC Lenz, bis es kein Morgen mehr gibt. Racing Club de Lenz. Wahrscheinlich wird das S gar nicht mit ausgesprochen, sondern nur Len ausgesprochen oder so. Aber ich kann kein Französisch. Ich hatte mal ein halbes Jahr Französisch in der Schule. Das zählt aber nicht.
Der Promi-Tipp liegt bei 2:2. Und Bilbao soll Luhansk ganz eindeutig zerstören. Düren gegen Lens. Wie seid ihr aufgestellt? Ja, ganz gut, aber nicht ganz so schlimm, wie ich es befürchtet hatte. Das kriegen wir hin. Alles klar. Also, ins Tor kommt Total Rot. Dann links natürlich Sven Jakobi, rechts Atoriu. In Verteidigung 0815 macht total Sinn. John Wayne ist ins offensive Mittelfeld, Christoph Damm rechts hin, Rafa Rico steht drin, obwohl er so eine schlechte Form hat. Ja, wir überlegen uns das noch. Muck links, Iris Leitner im defensiven Mittelfeld. Makun in Sturm. Bochumer Alali hat sich gemeldet und hat gesagt, hey, er hatte ja schon seinen Namen abgelegt, um hier entsprechend dann Bochumer zu heißen statt Gabre. Aber auch Alali soll jetzt ausgetauscht werden. Er möchte sich einen komplett neuen Namen zulegen. Und deswegen heißt er ab jetzt Bochumer Tommy. Cool. Kommt natürlich gleich mit, da gehen wir gleich rein. Sind alle Sachen gut besetzt? Nein, in der Innenverteidigung fehlt natürlich noch jemand. Dr. Useful Blanche würde sich anbieten. Was ist mit Plani Cox? Der ist rot gesperrt, oder? Lass uns mal ganz kurz gucken, wie es mit Plani Cox aussieht. Ja, der ist rot gesperrt. Alles klar. Ja, dann Dr. Useful Blanche. Das passt. Das passt. So sind wir gut aufgestellt. Definitiv. Dann brauchen wir uns nicht verstecken. Und wir werden auch offensiv spielen. Manndeckung machen wir so. Martin Säcke geht auf Dr. Yusuf Blanche und Regis Sani auf 0815. Schwachstelle haben wir nicht gesehen. Wir wollen mal wieder ein bisschen offensiv spielen und zwar Ballbesitzfußball. Und spielen genau so. Wir gehen auf die Manndeckung. Da haben wir hier Martin Säck, um den kümmert sich Dr. Useful Blanche. Regis Sani wird von 0815 übernommen. Schwachstelle hatten wir nicht. Haben wir jemanden, der unzufrieden ist? Muck. Spanky. Bochumer. Muck steht in der Startelf. Das heißt, mit ihm können wir reden. Was ist dein Problem? Hast kein Problem. Okay, dann sprechen wir gleich mit dir. Das passt. Wir brauchen jetzt definitiv nochmal ein bisschen Power. Deswegen sagen wir nochmal, ich will heute sehen, dass ihr Spaß bei der Arbeit habt. Und dann geht es rein in das Match. Erster FC Düren gegen RC Lens. Auf geht's, ab geht's. Meine lieben Dürener, Iris Leitner bekommt eine gelbe Karte, aber leitet auch den nächsten Angriff ein. Über John Wayne. Smuck bringt den Ball auf Iris Leitner zurück. Eingeleitet und ausgeleitet. Wenn das ein Tor gewesen wäre, wäre das eine Traumaktion gewesen. So aber immerhin noch richtig, richtig schön. Freistoß für Lenz. Jetzt muss Total Rot hinten aufpassen und er hält auch. War aber gefährlich. Ecke für die Franzosen. Doch die wurde schlecht ausgeführt. Keine Angst für die Dürner. Seht heute nur diese eine Aufgabe. Wir gehen mit dem Einsatz ein bisschen zurück, weil wir natürlich auch auf die gelbe Karte ein bisschen Acht geben müssen hier. Aber der nächste Angriff kommt auch so über Christoph Damm.
Christoph Damm ballert drauf und John Wainies staubt ab. Erstes Tor für John Wainies in der Champions League. Dieses Jahr, in dieser Saison. Ein richtig schöner Abstauber. Er stand genau dort, wo man stehen muss. Richtig, richtig gut gemacht. Aber Erzilenz kontert direkt über Stephen Morvan. Doch Rot fängt den Ball sicher. Es geht hier schön hin und her. Und das wird nicht einfach, das zu halten. Wir sind mittlerweile bei einem Chancenverhältnis von 2:2. Auch die Größe der Chancen relativ ausgeglichen. Also Düren muss sich hier weiter anstrengen. Rafa Rico auf John Wainies, auf Christoph Damm. Vorbei. Wäre ein richtig schönes Tor gewesen. Christoph Damm und John Wainies heute wieder in Topform. Dieses Mal wäre es andersrum gewesen. Nächster Angriff für Düren. Düren ist jetzt heiß. Die spielen jetzt wieder richtig gut. Muck macht ihn. Macht ihn. Macht ihn direkt. Muck. Seifritz mit seinem zweiten Tor nach dem Pass von Irbis. Leitner, der heute auch wieder ein großartiges Spiel spielt. Irbis Leitner, unser Dürener Jung, hat es so weit gebracht. Rafa Rico auf Irbis Leitner, nochmal vorbei. Ganz knappes Ding, den habe ich schon drin gesehen. Düren ist heiß, Düren zieht weiter und kommt zum nächsten Konter. John Wainies auf 0815. Spielt in die Spitze. Dort steht Rafa Rico. Zieh, mein Junge. Zieh, mein Junge. Rafa Rico mit dem Oberkantenlupfer. Das war richtig stark gezogen. War richtig stark umgesetzt. Doch am Ende fehlte ein Quäntchen Glück. Schöner Auftakt hier von Düren. Und das will ich auch in der zweiten Halbzeit genauso sehen. Richtig, richtig toll gespielt. Wunderbar. Wir können ins Lob und ins Tadeln gehen. Olli Gehlhausen wäre bereit, Irbis Leitner auszuwechseln. Irbis hat toll gespielt in der ersten Hälfte. Allerdings, wenn wir uns hier eine rote Karte holen sollten, und die Gegebenheit ist hier natürlich am ehesten gegeben, weil eine gelbe Karte schon relativ leicht mal vergeben werden kann, dann könnte Düren nochmal in Schwierigkeiten geraten. Ansonsten stehen wir relativ sicher da vorne drin. Also wir könnten durchaus sagen, hey, wir bringen Olli Gehlhausen, um uns die Möglichkeit zu verschaffen, uns noch ein bisschen sicherer aufzustellen. Und das machen wir auch. Olli Gehlhausen, du kommst für Irbis Leitner. Irbis Leitner wiederum ist dann fit genug, um beispielsweise auch gegen Köln spielen zu können. Das wäre doch auch ganz gut. Und im Sturm, ja, so ein Thorsten Quack könnte man sich vorstellen. Oder auch ein Gorbi Bandito. Aber Rafa Rico, der spielt hier so toll. Und das trotz seiner miserablen Form. Wenn wir ihn weiterspielen, wird er hier seine Form wieder aufbauen können und das würde ich ganz gerne sehen. Auch bei John Wainies ist das der Fall. Wen ich loben will, ist natürlich einerseits John Wainies, das ist hier gerade der beste Mann auf dem Feld. Und wir könnten auch Rafa Rico nochmal loben. Einfach weil das gut ist für die Form, die er gerade hat. Vielleicht können wir ihm da noch so ein bisschen, also ein ganz kleines bisschen Mut zu sprechen. Er freut sich über das Lob. Sehr schön. Alles klar. Gehen wir genauso wieder raus. Wir könnten jetzt auch auf defensiv umschalten. Was läuft ja ganz gut. Wir nehmen ein bisschen Einsatz raus, weil wir jetzt schon 2 Tore Puffer haben. Wir haben auch keine gelbe Karte mehr. Aber bleiben trotzdem offensiv, weil das hier ganz gut gelaufen ist und wir endlich auch mal wieder ein paar Torabschlüsse hinbekommen. Wir gehen genauso in die zweite Halbzeit, wechseln nur einmal im defensiven Mittelfeld und nehmen ein bisschen Einsatz zurück, um auch zum Beispiel die Verletzungswahrscheinlichkeit ein wenig rauszunehmen. Und trotzdem kommen wir zum nächsten Angriff über Dr. Useful Blanche. Sven Jacobi spielt in die Spitze. Sven Jacobi auf Muck. Muck
kann sich nicht durchsetzen. Schade. Aber weiterhin bleibt es relativ ruhig, was die Chancen von Lenz angeht. Die scheinen auch aufgegeben zu haben. Das ist gut für uns. Jetzt Makun, den haben wir heute wenig gesehen. Spielt in die Spitze auf Muck. Muck! Muck! Muck mit seinem dritten Tor in der Champions League nach 2 Spielen. Gar nicht mal so verkehrt. Richtig stark, toll gemacht. Weiter so. Hat hier auch eine 1-0-Wertung. Makun mit der nächsten Aktion spielt dieses Mal auf Christoph Damm auf der rechten Seite. Der verliert den Ball. 3-0, ein schönes Ergebnis. Da können wir sicherlich gleich auch nochmal den ein oder anderen Spieler bringen. Also, vielleicht so ein Gorbi Bandito, dass der sich nochmal zeigen darf. Ein Thorsten Quack, der sich nochmal zeigen darf. Jetzt hat Raffarico auch genug gespielt. Links außen. Wird Sven Jacobi ersetzt von Muck. Und Spanky kommt nochmal rein. Und rechts doch auch gern Bochumer. Für seinen ersten Einsatz in der Champions League. Finde ich doch gar nicht verkehrt. Komm. Aber jetzt müssen wir im Einsatz wieder ein bisschen hochgehen. Damit die sich auch entsprechend beweisen dürfen. Angriff Düren. Spanky Bankstown. Auf John Wayne, Spanky Bankstown. Auf Olli Gielhausen. Der vertraute Trainer. Auf seine Newcomer. Auf seine zweite Mannschaft. Und die spielen hier, als wären sie nie woanders gewesen. Super stark. Spanky Bankstown auf Olli Gielhausen. Und das Ganze hier steht bei 4-0. Gibt noch eine gelbe Karte für Benel Tamir. Und es gibt doch noch eine Chance für Düren. Wahnsinn. John Wainis. Mit einem schönen langen Ball auf Tommy. Tommy! Macht das Ding! In der 90. Minute nach der Vorlage von John Wainis. Und wir haben endlich mal wieder ein Torgewitter. Und überlisten Gerard Legal. Zum 5. Mal in den letzten 90 Minuten. Aus, aus, aus und vorbei. Das war ein epischer Sieg. Ganz, ganz toll gemacht, Dion. Ganz, ganz toll gemacht. Luhansk gewinnt gegen Bilbao. Und damit sind wir auf Platz 1. Und brauchen keine Angst mehr vor Bilbao haben. Denn selbst wenn sie gewinnen, erreichen sie die Tordifferenz höchstwahrscheinlich nicht. Cool gemacht, wirklich. Das war ganz, ganz toll hier. Luhansk. Wir scheinen Angst vor euch haben zu müssen. Die haben gut gespielt. Machtdemonstration. Düren ist gegen Erzielenz in Torlaune und feiert historischen Triumph. Warum denn historischen Triumph? Weil das unser höchst gewonnenes Spiel in einer Champions League ist? Könnte sein, wir werden es gleich sehen. Und der Teamgeist, er geht so stark nach oben. Das ist nämlich dieser Triggerpoint, von dem ich gesprochen habe. Den mussten wir jetzt treffen. Und er hat getroffen. Und wenn wir jetzt weiterhin eine gute Serie haben, dann geht es hier wieder hoch auf diese alten Stärkepunkte wieder. Dann geht es jetzt wieder hoch. Dann haben wir den Teufelskreislauf gerade soeben noch abgewehrt. Ja, läuft eigentlich alles ganz gut hier. Die Spieler entwickeln sich weiter. Gorbi Bandito könnte nochmal gefördert werden. Ansonsten passt das. Elia Wombat ist unzufrieden mit seinen Einsatzzeiten. Ja, ist ja sozusagen jeder Spieler bei uns. Da können wir leider gerade auch nicht ganz so viel dran tun.
Ein Tag noch bis zum Derby gegen den ersten FC Köln. Sehr schön. Ich hoffe, dass wir auch jetzt anschließen können an den Erfolg. Wen lassen wir spielen gegen Köln? Das ist eine wirklich gute Frage. Ilya Wombat auf jeden Fall. Plany Cox. Pflicht, dass er reinkommt. Lukin Dajang, würde ich sagen, darf auch mal von Anfang an spielen. Jules Paul, auf jeden Fall jemand, der mitkommen soll. Wir gucken uns das gleich mal an. Also links Ilya Wombat, hier Lukin Dajang. Hier Camilo Beach. Iris Leitner hat schon gesagt, dass er eingesetzt wird, weil er so früh ausgewechselt wurde. Dann sollte Olli Gelhausen auch zufrieden damit sein. Sven Jakobi muss spielen. Rechts können wir Erik Obst einsetzen. Wo bist du? Da bist du. Im Sturm haben wir Gorbi Bandito und Thorsten Quack. Raffarico mittlerweile bei einer Form von 5. Ja, ist ein bisschen besser geworden. Das ist doch eine Top-Aufstellung. Das ist doch eine Top-Aufstellung. Und Sid van Sluter spielt natürlich. So, dann haben wir Rot auf der Bank. Links hätten wir Spanky Beckstown. Ja, man könnte auch Muck. Wir nehmen mal Muck mit. Spanky Beckstown hatte gerade auch einen Champions League-Auftritt. Und das ist natürlich Derby, das dürfen wir nicht unterschätzen. In der Innenverteidigung 0815 kommt mit. Serigo Raimundo könnte spielen für Sven Jakobi, das machen wir auch mal. Wir machen es nochmal ganz neu mit dem mit der Bank, weil ich jetzt durcheinander bin. Also links außen in der Verteidigung kommt Sven Jakobi hin. Rechts Arturio. In die Innenverteidigung 0815. Im defensiven Mittelfeld Olli Gelhausen. Im linken Mittelfeld. Ja, wobei, nein, wir nehmen Muck Seiferts mit, der sowohl links als auch im defensiven Mittelfeld aushelfen könnte. Rechts Tommy. Im offensiven Mittelfeld Jules Paul. Im Sturm Raffarico und Makun. Ich glaube, das ist okay. Ich glaube, das ist okay. Ja, ich bin zufrieden damit. Wir können tatsächlich auch offensiv spielen. Machen wir auch. Wir gehen in die Außenverteidigung. Das heißt, die Außenstürmer werden hier entsprechend gedeckt. So und so. Schwachpunkt habe ich nicht gesehen. Ah, der Torwart. Oh, der Torwart. Gerade bei Standards. Allgemein hat er auch keine guten Sachen. Den können wir echt mal mit Distanzschüssen zusetzen. Das kann man schon machen. So, Bochumer ist ja gar nicht dabei im Spiel. Also nicht in der Startaufstellung, deswegen können wir ihn nicht ansprechen. Spanky auch nicht. Nehmen wir einen ganz normalen Fokuspunkt mit, damit wir definitiv konzentriert bleiben. Jetzt müssen wir nachziehen und nachsetzen. Und genauso gehen wir rein. Köln gegen Düren. Ein Derby vor ausverkauften Kölner Stadion. Der Heimvorteil brachial. Doch Düren kommt hier an mit der ganz klaren Vorstellung, gewinnen zu wollen. Eckball ausgeführt von Lokin Dajang.
auf Sirigu Raimundo mit dem Popo gerettet von Maler John. Und die Kölner Fans zünden Pyros ohne Ende. Unser Künstlerindex in Ordnung, kleiner Anführerdefizit, aber Irbis ist ja ein Anführer der Stufe 2, von daher geht das eigentlich. Und wir schauen, ob sich hier noch weitere Chancen ergeben. Momentan sieht es ganz gut aus für Köln. Sie können sich gut zur Wehr setzen, schaffen es nicht, ihrerseits mal einen Angriff zu verfassen. Aber wir kommen auch nicht so richtig durch. Wir können gerne mal umschalten auf den direkten Angriffsfußball, zumindest kurzfristig. Um noch ein bisschen mehr Druck zu machen. Da kommt er auch, der Druck. Irbis Leitner. Auf Camilo Beach. Auf Thorsten Quark, Camilo Beach. Gobi Bandito! Tor! Tor! Tor für Düren! Gobi Bandito hat sein so unfassbar wichtiges erstes Tor in der Liga in dieser Saison geschossen. Das war wirklich wichtig am 8. Spieltag. Holt sich jetzt eine gelbe Karte. Ja, nicht so schlimm. Wir sehen drüber hinweg. Gut gemacht. Angriff Düren. Angel Olano mit nicht ganzem Fehlpass. Elia Wombat holt sich den Ball. Forsten und Luken Dajang. Der staubt ab. Der Junge auf der rechten Seite. Toll gemacht. Elia Wombat, Luken Dajang. Und da steht es 2:0. Die gelbe Karte für Orzi Balboa. Köln kann sich hier nicht gegen Düren retten. Aurelio Serra kommt aber nochmal. Und Planikorks geht hart dazwischen. Eieieiei, bitte nicht rot, bitte nicht rot, bitte nicht rot. Nur eine gelbe Karte, alles gut. Planikorks, du musst ein bisschen aufpassen, mein Lieber. Das war in den letzten Spielen ein bisschen zu hart von dir. Freistoß und Sid van Sluter hat alles unter Kontrolle. Seine Präsenz sorgt dafür, dass Nazir Sovic weit daneben schießt. Und der bekommt auch nochmal eine gelbe Karte, weil er sich so darüber aufregt. Sehr, sehr schön. Wegen Reklamieren sogar, ja, super. Wir hören einen extra Motivator auf der anderen Seite. Das heißt, wir müssen echt aufpassen. Wir haben jetzt unangenehme gelbe Karten, die ich weghaben möchte. Das heißt, Planikox, du musst leider weg. Gobi Bandito, auch du wirst gehen müssen. Und Makun könnten wir für Thorsten Quack bringen, aber der kann auch durchspielen. Das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Muck Seifritz für Irbis Leitner wäre eine Maßnahme, weil Irbis schon ein bisschen am Keuchen ist. Aber auch alles nur nichts für jetzt. Zwei Wechsel, einer defensiv, einer offensiv, ist, glaube ich, genau das, was wir gerade brauchen. Die extra Motivation wird hart sein. Deswegen stellen wir uns darauf ein, dass die Kölner jetzt ein bisschen offensiver spielen. Wir spielen vorsichtig defensiv, das ist soweit in Ordnung. Loben Spieler, die besonders gut gespielt haben. Luken Dajang zum Beispiel war gut. Fand seine Leistung besser als nur gut. Elia Wombat, von dir würde ich gerne mehr sehen. Das kannst du besser. Sieht es auch etwas anders. Okay, Ansprachen unterirdisch heute von uns. Trotzdem geht es weiter. Wir führen mit 2:0. Und spielen jetzt in der zweiten Hälfte ein wenig defensiver. Gerade weil Köln jetzt nach vorne geht. Sie sind in den extra Motivator gegangen. Das heißt, sie werden sich nicht damit abfinden zu verlieren, sondern wollen alles nach vorne werfen. Da kommen sie auch mit dem nächsten Freistoß. Sid van Sluter! Sid van Sluter! Mit einer Traumparade hier. Toll reagiert. Den muss er erstmal sehen, den Ball, wenn der über die Mauer rüberfliegt. Und wie er dann gedroppt ist. Ganz, ganz tolle Parade von Sid van Sluter. Weiter so. Irbis Leitner holt sich wieder eine gelbe. Komm, wir wollen hier kein Risiko eingehen.
Weil hier zu 10 gegen Köln zu spielen, wird echt unangenehm. Dann kommt Muck für Ilves. Und hier im Sturm kommt Makun für Thorsten Quack. Wenn wir noch einen Wechsel, da könnte beispielsweise Paul für Beach kommen. Aber noch nicht jetzt. Der letzte Wechsel ist ja immer mit ein bisschen Risiko verbunden, falls sich dann noch jemand verletzen sollte oder so. Ja, passiert nichts. Jetzt kommt der Wechsel Paul für Camilo Beach. Wir machen hinten komplett dicht. Gehen wir im Einsatz runter. Kriegen nochmal einen Angriff. Serigo Raimundo. Auf Rafa Rico. Auf Muck. Der spielt auf Lokinda Jang. Gehalten von Noel Akpo Boma. Eckball Lokinda Jang. Er findet Dr. Useful Blanche vorbei. Köln kommt auch nochmal nach einem Fehler von Jules Paul Nicodold. Außenpfosten. Sid van Sluter wird nochmal rausgefordert. Aber musste sich am Ende nur lang machen und gut aussehen. Abpfiff 2:0 für Düren im Derby gegen Köln in Köln im ausverkauften Stadion. Und damit können wir sehr zufrieden sein. Unsere Verfolger sind ausgedünnt worden. Wir haben nur noch einen ganz gefährlichen Verfolger, das ist Bayern. Die haben gewonnen gegen Union Berlin 2:1. Auch ein knappes Ding. Und Augsburg ist auch nur 3 Punkte entfernt, aber die Tordifferenz schaffen sie nicht. Augsburg hat unentschieden gespielt, deswegen 3 Punkte entfernt. Ja, sieht doch alles ganz gut aus hier. Wer ist hier unten? Union Berlin, Ei, Freiburg, Schalke, Wolfsburg. Aua, wow, wow, wow. Ja, Schalke ist aber auch erst wieder aufgestiegen. Die waren ja schon in der zweiten zwischenzeitlich. Naja. Augsburg auch ein Aufsteiger. 3 Punkte für Düren. Lokinda Jang in der Elf des Tages, das können wir dir gerne nochmal sagen. Und Sid van Sluter auch in der Elf des Tages. Toll gemacht. Ganz, ganz toll gemacht. Ja, hier kommen wir nicht ran. Durch unsere Rotation wird das zu schwierig, dass wir hier wirklich mal eine Liste anführen können. Dafür rotieren wir eigentlich zu viel. Wer ist denn hier dieser Topscorer von Leipzig? Nein, der ist auch schon 33. Alles klar. Teamgeist steigt nochmal. Frische geht runter, klar. Elia Wombat. Alles gut. Tizian Poletti hat 1:1 ein wenig verbessert. Dann kümmerst du dich jetzt um deine Schwierigkeit in der Strafraumbeherrschung. Lokinda Jang, du hast toll gespielt. Sid van Sluter, du hast toll gespielt. Ganz, ganz toll, kann man wirklich nicht sagen. Also unsere Jungs, unsere Leute machen hier einen tollen Job, auch gerade in dieser Woche. San Gilois möchte uns gerne verpflichten. Wollen uns 700.000. Zahlen, aber natürlich nehmen wir das nicht an. Achim Heimann, großes Talent, 14 Jahre jung, jetzt schon 7er. Cool. Da kommen ganz gute Leute aus der Jugend. Wen fördern wir? Gorbi Bandito.
Feiner Flick, du bist bald wieder gesund, nicht wahr? Ja. Super, super, super. Maike, in dieser Woche haben wir nicht so viel zu tun. Dann können wir doch mal einen ganzen Tag ausreisen. Vielleicht mal am Samstag. Schönen Tag zusammen. Und wie geht es dann weiter? Dann spielen wir hier gegen Augsburg, die echt stark gerade unterwegs sind. Das sind die Aufsteiger. Und dann haben wir hier 1, 2, 3 Wochen Doppelbelastung. Okay, dann wird's richtig hart. Bedeutet für uns diese Woche jetzt, werden wir dafür nutzen, dass wir nochmal Taktiken üben und uns wieder aufbauen. Und gegen Augsburg dann können wir nicht mit unserer A-Mannschaft gehen, weil wir dann hier gegen Luhansk natürlich eine Top-Mannschaft aufstellen müssen, aber auch gegen Bayern München. Das hier wird eine ganz, ganz schwierige Woche. Und dann gegen Hoffenheim müssen wir gewinnen, weil das ist ja hier schon die K.O.-Runde. Eieieiei. Okay. Wir gehen in die Taktikwoche. Was müssen wir gerade nicht üben? Ecken in den Strafraum. Dafür aber Ecken kurz. Was müssen wir noch nicht üben? Freistöße nicht unbedingt, Gegenpressing nicht unbedingt. Dafür können wir dann Dribbling mit reinnehmen. Haben wir Distanzschüsse? Ja, haben wir. Na, dann lass uns doch hier nochmal Kopfbälle mitnehmen. In die Fähigkeitengruppe kommen. Poletti, Spengy Beckstown, Serigo Raimundo, Luke Ndjang, Jules Paul, Olli Gielhausen, Ilya Wombat nochmal, Gorbi Bandito. Und diejenigen, die noch hier Sachen verbessern müssen. Konditionstraining braucht Feinherr Flick. Dr. Yusuf Blanche bräuchte Regeneration. Alles klar. Dann gehen wir genauso rein. Das ist unsere Woche. Ilya Wombat hat Flanken verbessert. Richtig gut. Ist jetzt ein 10-8er. Was wollen wir dir als nächstes geben? Also Schusskraft wäre ein No-Brainer, weil das musst du eh bekommen, früher oder später. Auch dir könnten wir natürlich die Eckfähigkeit geben. Alles andere ist so, weiß ich nicht, so lala. Also Ausdauer und Ecke könnte man sagen. Weil wir brauchen noch mehr, die auch Ecken gut schießen können. Komm, wir geben dir mal Ecken und dann bereite ich schon mal den Rest vor, dass ich weiß, wo es hingeht mit der Reise. Wir hatten eine Vorstandssitzung. Einiges wird gelobt, anderes wird kritisiert. Alles in Ordnung. Raffarico lässt den Promi-Friseur einfliegen, damit er am Abend in der Freizeit auch gut aussieht. Einige Kollegen sind genervt. Ja, ja, Rico. Immer die beste Frisur. Sid van Sluter hat sich verletzt. Nasenbeinbruch, fällt für 14 Tage aus. Halb so wild. Zum Glück konnte er sich jetzt nochmal richtig gut zeigen. Wir fahren mit Maike nach Mönchengladbach. Alles klar. Hier geht es ein bisschen weiter in der Weltmeisterschaft. Gorbi Bandito erreicht Ausdauerstufe 2 und kann damit nur noch eine Sache
verbessern, und zwar Ballgewinne. Ja, ist jetzt nicht das Wichtigste, aber auch nicht so schlecht. Lausanne möchte uns 850.000 zahlen. Machen wir natürlich nicht. Und hier geht es sehr schön, sehr, sehr schön voran. Toll. Schön, schön, schön. Kantholz! Eieiei! Kantholz ist jetzt offiziell abgestiegen, ist jetzt noch ein 7-7er. Wir wussten, dass dieser Tag kommen wird. Jetzt ist er da. Trotzdem ganz toller Spieler gewesen. Hat uns über eine ganz lange Zeit richtig toll begleitet und hatte auch seine Anteile. Zum Beispiel am Champions League Finale. Das dürfen wir nicht vergessen. Ja, das kommentiere ich mal nicht. Und dann geht's weiter in das Spiel gegen Augsburg. Wen fördern wir? Muck. Muck wird gefördert. Düren hat einen ordentlichen Kontostand von 85,9 Millionen gerade. Büroauslastung 86 von 90. Das geht ordentlich hoch hier. Könnten überlegen, ob wir da noch mal eine Etage draufhauen, um auf Nummer sicher zu sein. Machen wir, oder? Das sind 200.000. Wir können auch zwei Etagen draufhauen, dann sind wir wirklich mal sicher. Machen wir. Also die 400.000 sollten wir übrig haben. Michael, wir lieben dich. Und dann geht's weiter Richtung Augsburg. Augsburg, ein Aufsteiger. Und demnach haben wir sie wahrscheinlich echt schlecht gescoutet. Nein, haben wir gut gescoutet. Alles klar. Dann vergiss, was ich gesagt habe. Guck mal, ob wir hier uns gut vorbereiten können. Also zwei Kämpfe. Elfmeter, ja. Einwürfe, ja. Freistöße. Ecken kurz können wir nochmal vorbereiten. Über Unterzahl. Angriffe über Außen. Kriegen wir das alles mal wieder auf 90 oder über 90? Hier gehen wir nicht auf Konter- und Distanzschüsse, weil es mir zu wichtig ist, dass wir Torabschlüsse nochmal trainieren. Dann machen wir das am Sonntag. Nochmal Konter. Und nochmal Distanzschüsse. Sehr schön. Dann ist die Frage, wen fördern wir? Ich frage mich gerade, warum hier niemand ist, den wir fördern können, weil das vielleicht, weil die Person vielleicht auf internationaler Reise ist. Das könnte sein. Na gut, dann fördern wir euch erstmal. So, Serigo, Raimundo, du auch. Kondition muss aufgebaut werden. So. Frische ist halbwegs in Ordnung. Alles klar. Dann geht es weiter. In die Woche, in der wir jetzt auch noch gegen Augsburg spielen. Danach geht es in die Doppelbelastung wieder rein. Dort spielen wir dann gegen Luhansk und gegen Bayern. Das wird nicht einfach. Das wird alles andere, aber nicht einfach. Auf gar keinen Fall. Drei Tage noch.
bis zum Spiel gegen Augsburg. Artoriu, Muskelfaserriss, fällt zwar nur 21 Tage aus, aber das heißt auch, dass er im DFB-Pokalspiel nicht dabei sein kann und das tut natürlich weh. Ilya Wombat ist zum Influencer geworden. Oh mein Gott. Das bedeutet aber auch, dass seine Follower steigen werden und dass er im besten Fall gut seine Trikots verkaufen können. Ja, mach doch weiter. Hast du gut gemacht. Weitermachen. So, wir haben die Doppelbelastung in der nächsten Woche. Das müssen wir halt im Hinterkopf behalten. Deswegen würde ich hier vielleicht erstmal Spielern die Möglichkeit geben, sich zu zeigen, die wir in der kommenden Woche zumindest einen Tick weit seltener einsetzen. So. Oder Plani Cox. Ist eigentlich egal, wer von beiden spielt. Offensiven Mittelfeld könnten wir von vornherein auch mal Jules Paul auflaufen lassen. Lokinda Jung, Beckstown, Gorbi Bandito, Quack. Kann man machen. Aber man kann auch Tycoon Gorbi Bandito spielen. Auf die Bank kommt Sven Jacobi. Nee, erstmal kommt hier Tizian Poletti rein. Dann Sven Jacobi. In der Innenverteidigung kommt Plani Cox. Iris Leitner im defensiven Mittelfeld. Wobei, Muck kann wieder DM und LM abdecken, das ist ganz gut. Offensiv Camilo Beach. Rechts kommt Tommy. Thorsten Quack. Makun. Ja, meinetwegen John Rainey's auch noch. Warum denn nicht? Das ist okay. Augsburg. Haben wir hier eine Schwäche? Ja, Tim Weiß. Also hier können wir offensiv reindrücken. Das ist okay. Tim Weiß oder auch Samuel Westbrook. Das passt schon. Der Künstlerindex ist nicht ideal. Ah, wir haben keinen Künstler gerade. Wir können auch Thorsten Quack spielen lassen. Von Beginn an. Machen wir mal so. Und Gorbi Bandito kommt dann später rein. Wir spielen direkten Angriffsfußball, aber nur sehr offensiv, um nicht so viele Lücken zu offenbaren. So, können wir vielleicht durchdrücken. Ja, das ist doch gut. Werden wieder die Außen bewachen. Schwachpunkt, ja. Wir werden hauptsächlich durch die Mitte gehen, dann nehmen wir mal den Tim Weiß. Und wir nehmen hier auch nochmal einen Punkt mit, oder? Meinen guten Lauf. Wir nehmen das nochmal mit. Und dann geht's rein. Genauso. Anpfiff Düren gegen Augsburg. Düren spielt offensiv. Hat zum Teil ganz schöne Brecher noch auf der Bank sitzen. Vor allem, weil wir wissen, dass in der kommenden Woche zwei super schwere Spiele anstehen.
Jules Paul mit dem Hackentrick auf Tycoon. Tycoon findet Luken da. Jung, knapp übers Tor. Wir haben extra noch Kopfbälle geübt. Nicht schlimm. Denn der war schon richtig gut. Der nächste kommt noch besser. Erik Obst bekommt eine gelbe Karte wegen Festhalten. Nicht gut. Aber der nächste Angriff wieder über Luken da Jung. Der zeigt halt einfach seine Klasse da hinten. Aus Spanky Baxtown, das gibt's doch nicht. Die beiden wieder. Luken da Jung auf Spanky Baxtown und Spanky Baxtown. Wenn du nicht Rookie des Monats wirst, dann bin ich mir auch nicht sicher, wer es sonst werden soll. Ganz, ganz toll gespielt. Große Klasse. Großes Kino. Was die hier anstellen. Weitermachen, Düren. Thorsten Quack auf Olli Gehlhausen. Olli Gehlhausen spielt auf Luken da Jung. Der macht es direkt. Doch leider geht dieser Ball nicht ins Tor. Der konnte nicht versenkt werden. Es bleibt beim 1:0. Düren jetzt mit 61% Ballbesitz. Dominiert hier Augsburg ziemlich stark. Die Gäste kommen auch nicht zu irgendwelchen Torchancen. Düren jetzt schon bei 3 Torchancen gewesen. Wovon einer bereits im Tor versenkt wurde. Bayern führt ebenfalls in Stuttgart. Die wollen uns ja hinterherjagen. Aber wenn Düren hier die 3 Punkte holt, dann schaffen sie es nicht. Gut hin und her gespielt. Tycoon auf Spanky Baxtown. Der haut hier einen Doppelpack raus. Das gibt es doch nicht. Spanky Baxtown mit dem Doppelpack. Dürens schlechtester Spieler auf Papier. Auf dem Platz? Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall ist er es dort. Ein toller Doppelpack und das muss auch gelobt werden. Spanky Baxtown, du spielst super. Erik Obst, dich hätte ich ganz gerne ausgewechselt. Ihr kennt es ja. Haben wir denn einen rechten Außenverteidiger? Nein, Arturio war doch verletzt, oder? Das war, glaube ich, das Problem. Tommy muss jetzt da spielen. Kriegt er aber hin. Und wen sprechen wir noch an? Luken da Jung hat auch gut gespielt. Du spielst super. Extra Motivator auf der anderen Seite. Wir brauchen nicht mehr diesen ganz hohen Druck. Können wieder defensiv spielen mit langen Bällen. Aber können auch hier wieder sagen, hey, wir gehen nicht ganz nach hinten rein, sondern wir spielen schon eher neutral, pressen auch stark, dass wir auch die ein oder andere Torchance nochmal bekommen. Da bin ich gespannt, was der extra Motivator bei Augsburg auslösen wird. Olli Gehlhausen holt sich eine gelbe Karte. Freistoß für Augsburg. Cody Blau, Eigentor. Eieieiei. Und dabei ist Cody Blau doch eigentlich sogar Kopfball stark. Köpft den Ball falsch. Und anstatt ihn rauszuköpfen, hat er ihn perfekt verlängert in das Dürener Tor. Ganz, ganz bitter. Eigentor von Cody Blau. Passiert. Passiert. Gerade in so einer Situation. Da rutscht der Ball falsch beim Kopf und dann geht aus Versehen rein. Dann ist es halt so. Jetzt müssen wir aber natürlich aufpassen. Denn ein Lucky Punch von Augsburg könnte jetzt ein Unentschieden rausholen und Bayern führt weiterhin. Und Augsburg kommt sogar. Nein, Spanky Baxtown holt sich den Ball. Was für ein Spiel er heute spielt. Spielt nach vorne auf Tycoon. Gehalten von Niklas Fuhr. Schöner Angriff, tolle Einzelaktion von Spanky Baxtown.
Und gut gemacht von Tycoon. Hat am Ende natürlich nicht gereicht, aber es hat mir gut gefallen. Und wir wechseln jetzt mal. Gorby Bandito kommt für Tycoon. Makun für Thorsten Quack. John Wayneys für Paul. Und im defensiven Mittelfeld. Spielt Olli Gielhausen weiter. Planikox ersetzt 08-15. Und so sind wir doch ganz gut aufgestellt. Cody Blau soll natürlich weiterspielen, das würde ihn sonst nur noch mehr verunsichern. Nach dem Eigentor. Der muss sein Selbstbewusstsein schnell wiederbekommen. John Wayneys verlängert auf Spanky. Bagstown. Fast sein Hattrick geholt. Aber nicht so mit Niklas Fuhr. Lokinda Jung nochmal mit dem Eckball. Lokinda Jung. Niklas Fuhr. Faustet ihn raus. Cody Blau. Das wäre so schön gewesen. Deswegen haben wir ihn drin behalten. Damit er hier solche Selbstbewusstseinsaktionen nochmal durchführen kann. Und im besten Fall wäre er belohnt worden. In diesem Fall nicht. Schade. Spanky Bagstown. Auf Lokinda Jung. Macht es auch nochmal direkt. Wir haben es ja gesagt. Haut den Ball auch mal aus der Distanz rauf. Das ist in Ordnung, meine Jungs. Das ist in Ordnung. Konterdüren. John Wayneys. Der neue Mann. Auf Gorby Bandito ebenfalls neu eingewechselt. Gorby Bandito macht ihn rein. Befreit Düren. Jetzt ist es fast amtlich, dass wir hier 3 Punkte mitnehmen. Gorby Bandito zieht endlich mal wieder durch. Richtig schön. John Wayneys, Gorby Bandito. Gute Kombination, hat mir sehr schön gefallen. Und damit trennen sich Düren und Augsburg mit 3:1 für Düren. Ganz, ganz tolles Match. Und Düren ist jetzt wieder auf einem richtig guten Pfad. Wir hatten ja unsere Schwierigkeiten, so ganz am Anfang, beziehungsweise am Anfang der Saison. Klar, ganz, ganz blöd gelaufen gegen Bilbao, haben dann 3 richtig tolle Spiele gespielt. Und dann wurde es so ein bisschen schwieriger, gegen Werder Bremen 1:0 verloren. Und dann haben wir 2 Spiele ganz knapp nur gewinnen können mit jeweils 1:0, haben dann 2-mal unentschieden gespielt. Und das war dann schon alles ein bisschen schwieriger. Gegen Borussia Mönchengladbach und gegen Leipzig haben wir jetzt endlich wieder einen Aufstieg erfahren. Und das konnten wir jetzt auch richtig gut weiter durchführen. 5:0, 2:0, 3:1. Ergebnisse, wie ich sie sehen möchte. Ganz, ganz toll gemacht. Düren ist wieder da. Und weiterhin auf Platz 1 der Bundesliga-Tabelle. Auch nur mit 1 Punkt Abstand zu Bayern, und das ist natürlich gefährlich. Die Bayern, die werden unsere Hauptkonkurrenz sein. Die anderen jetzt schon 6 Punkte abgeschlagen. Das sind aber auch hier die Augsburger, die wir gerade geschlagen haben. Sehr, sehr schön. 3:1 gegen Augsburg. Tycoon in der 11 des Tages. Das habe ich gar nicht so empfunden, muss ich leider zugeben. Aber du wirst selbstverständlich gelobt. Und Spanky Bagstown jetzt schon wieder in der 11 des Tages und sogar Spieler des Tages wird natürlich gelobt. Wahnsinn, was der hier zaubert als 17-jähriger Newcomer. Also wenn der bei der Spielerneubewertung nicht berücksichtigt wird oder beim Rookie des Monats, dann weiß ich auch nicht. Lokinda Jung, auch richtig toll gespielt, auch in der 11 des Tages. Und da zahlt es sich aus, dass wir unsere Spieler kennen, dass wir ihnen auch was zumuten, dass wir ihnen was zutrauen, dass wir hinter ihnen stehen, dass wir sagen, hey, du schaffst das. Und wenn mal ein Eigentor passiert, ja okay, passiert mal, spiel weiter. Schieß drauf, du schaffst das, wir glauben an dich. Sehr gut, Makun
baut hier leider ein bisschen ab. Tycoon, das war super. Plani Cox unzufrieden wegen seiner Einsatzzeiten, ja. Können wir gerade nichts machen. Spanky, das war super. Und Lokender Jung, das war super. Richtig, richtig gut. 3 Tage bis zum nächsten Spiel gegen Luhansk und dann gegen Bayern. Die nächste Woche wird richtig intensiv und richtig schwer. Wenn ihr das sehen wollt, dann schaut doch nächstes Mal wieder vorbei. Lasst mir noch ein Like da und denkt immer dran, Düren wird führen.